So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play The Witcher. Ich bin Silent Muffix. Das ist Bello und das ist Großväterchen. Sind das nicht tolle Namen? Ich habe keine Ahnung, warum der Hund hier ist, aber egal. Zumindestens, wir sind hier direkt wieder hier im Kämpfen. Oh Leute, ich habe das falsche Schwert ausgepackt. Warum bekommen wir die eigentlich so gut mit unserem normalen Schwert auch down? Egal. Zumindestens, wir sind hier in den Sümpfen und wir müssen hier eben das Großväterchen zu einem Tempel begleiten. Und das machen wir auch gerade. Ist natürlich nicht so leicht, wenn hier überall diese Toten da rumlaufen. Die kennen wir ja schon allzu gut. Und mir fällt auch, es war auch sehr dumm, dass ich mir nicht davor irgendwie ein Buch gekauft habe, mit dem ich hier die looten kann. Naja, egal. So. Zack. So, Leute, es sollte kein Problem sein, hier die Ertrunkenen alle zu machen. Was macht der Typ? Der läuft da einfach mal irgendwo in den Wald. Ist ja immer sicher, immer ganz weit sicher, von dem Beschützer wegzulaufen. So macht man das. So. Im besten Fall sind wir laufen wir nicht in die Nähe des Wassers, weil sonst hüpfen wir da wieder wahrscheinlich gleich welche raus. Ich höre schon was. Alter! Oh nein, das sind die Echinopsen. Scheiße, wir werden sterben. Wir haben keine Chance gegen die. Alter, ist die stark. Okay, da brauchen wir irgendwie das Schwert. Ja, einen Schaden machen wir. Ja, Leute. Wir haben keine Chance gegen die Echinopse. Da werden wir jetzt erstmal gleich sterben. Wir können noch mal kurz schauen, welche Waffe am besten gegen die ist, aber mehr werden wir auch nicht machen. Alter, diese Echinopsen sind grausig. Die sind so grausig. Wir mussten schon mal gegen die kämpfen und hatten auch so gut wie keine Chance. Und, ja Leute, selbe Situation einfach. Zum Glück habe ich gespeichert gerade. Habe ich gespeichert? Ja, ich habe ich. So, genau hier davor. So, dann packen wir das... pack doch das Hexerstahlschwert aus, Gary. Ja, okay, dann pack eben nicht das Hexerstahlschwert aus, Gary. Wenn du keine Lust hast, dann eben nicht. So, dann... ich wollte eigentlich irgendwie... Ich will hier einen Trank trinken, so. Aha. Kannst du... So. Trink den Trank und dann lauf raus. So. Da wird jetzt das Viech kommen. Alter, es zieht uns 30 Leben ab. Und wir ziehen dem 5 ab. Pro Schlag, Leute. Ist natürlich ein ganz fairer Kampf, Leute. 40, 44. Es ist so traurig, Leute. Wie wir keine Chance gegen das Viech haben. Scheiße, wir werden sie doch nicht schaffen. Man kann das Ding nicht besiegen, Leute. Also zumindest an unserem jetzigen Standard können wir das nicht besiegen. Einmal werde ich es noch versuchen und dann... Ja, Leute, das Problem ist, ich weiß auch nicht, was ich da machen werde. Weil zum einen brauchen wir diese Echinopsen eigentlich. Da, glaube ich, habe ich auch kein Buch. Warum kaufe ich mir nie Bücher, Leute? Ich bin auch blöd. So, trink mal nochmal einen Trank. Nimm das Schwert raus. Bitte, Geralt. Nimm das Schwert raus und wir wechseln auf den starken Kampfziel. Da macht man direkt hier das Zeichen. So, stört es natürlich gar nicht, dass wir hier zwei starke Zeichen auf das gewirkt hat. So kennt man das, Leute. Alter, Geralt greift jetzt nicht mehr an. Geralt, bitte! Alter, das Spiel ist so krass verbuggt teilweise einfach. Ja, Leute, wir haben eh schon wieder verloren. So. Ey, Leute, ihr habt es doch gesehen. Der Geralt, er steht einfach da und greift nicht mehr an. Es ist so nervig, weil der schwere Kampf, sie ist an sich der beste natürlich gegen diese Pflanze, weil die ist halt stark. Aber das Problem ist, dass Geralt einfach teilweise keinen Bock hat zu schlagen. Und es kostet mich so in dem Spiel an, dass man einfach teilweise nur stirbt, weil einfach der Charakter hier keine Lust hat. So, wir versuchen jetzt einfach nochmal mit dem schnellen Kampfstil, wo wir dann wahrscheinlich jetzt einen Schaden machen werden. Und danach, wir werden es jetzt eh... Obwohl. Ist es besser? Ne, wir machen ihm immer noch viel zu wenig Schaden. Dann versuchen wir es nochmal kurz mit dem Silberschwert. Typ, es wäre irgendwie schlauer, wenn du weggehen würdest. Jetzt ist der Typ vergiftet oder irgendwie so. Keine Ahnung. Also mit unserem Stahlschwert, glaube ich, kommen wir am besten gegen das Viech an. Ich werde jetzt noch ein einziges Mal das noch testen mit dem Stahlschwert und dann gebe ich auf. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss ja irgendwie an der Pflanze vorbeikommen. Aber die ist halt 10.000 Mal so stark wie ich. Also, wir bräuchten... Warte mal. Wir schauen mal, wir trinken mal die Schwalbe und schauen, ob wir noch mal kurz einen anderen Trank finden. Ach übrigens, Leute, was so im letzten Part passiert ist, eigentlich nicht viel. Wir waren hier nur und haben versucht, uns hier durch den Wald durchzuschlagen. Und sonst haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Machen wir das da. Das ist, hier ist das Silberschwert, so.
Dann bleiben wir beim Silberschwert und wählen den starken Kampfstil. Wählen das Igni und laufen auf die Pflanze zu. Alter, Geralt schon wieder. Hat einfach keinen Bock, auf die Pflanze zu schlagen. Warum ziehe ich ihn mit meinem... obwohl ich jetzt hier meinen 10% mehr Schaden habe, genauso viel ab wie beim letzten Mal. Ey, ganz ehrlich, Leute. Dieses Kampfsystem ist so ein Bullshit, Leute. Das meine ich halt, Leute. Das, also, ich habe ja schon öfters gesagt, dass das Kampfsystem in The Witcher 1 echt nicht gut ist. Und wir sehen das halt hier wieder, weil es ist irrelevant, ob ich ausweiche oder nicht, weil der Schaden von dem Viech einfach über so Dekaden weit geht und wir keine Chance haben, da auszuweichen. Ja, ich muss jetzt irgendwie versuchen, an der Pflanze vorbeizukommen, weil die können wir ja unmöglich besiegen. Ha. Übers Wasser können wir auch nicht gehen. Ja, ich versuche hier einfach irgendwie seitlich an der Pflanze vorbeizukommen und ich hoffe, der Alte kommt mit. Immer dann kommt der Hund mit. Juppidupidu. Ich laufe jetzt hier einfach vorbei, wenn die Pflanze jetzt hier spawnt. Puh, sie ist nicht gespawnt. Oh, Leute, wissen Sie es? Okay, die sollten wir besiegen können. Hau nicht meinen Hund! Nein! Hund! Leute, die Viecher besiegen wir einfach mal mit so 2 Schlägen und daneben ist eine Pflanze, die wir nicht mit 2000 versuchen und 2000 Schlägen besiegen. Ich glaube, der Typ ist vergiftet und verliert die ganze Zeit Leben. Oder warum sind da so merkwürdige Bläschen bei ihm? Ja, und jetzt ist da wieder die Echinopse. Töte das Viech doch, Geralt! Alter, ich weiß nicht, was los ist. Geralt hat einfach teilweise keine Lust anzugreifen. Das ist das Problem. Lauf! Alter! Wir haben keine Chance in dieser Gegend. Echt nicht. Wirklich nicht die geringste. Wir müssen Schwalbentrank schnell nehmen. Wir sind dazu auch vergiftet. Warum machen die mir eigentlich Schaden? Sie treffen mich doch gar nicht. Ja, dann. Du hast Hunger. Was du für Probleme hast, Junge. Ich habe hier eine Horde Mutanten hinter mir und er sagt, ich hab Hunger. Upp, das war aber sehr gut. So, das haben wir gut gemacht. Alter, in der Animation brauchen wir einfach mal 5 Jahre, bis er den da tötet. Das ist grausig. So, komm, nur noch das eine Viech. Hui! Leute, wir haben hier gerade ungefähr 10 Betrunkene gleichzeitig besiegt. Das war schon eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, ich will hier unbedingt wieder raus aus diesem hässlichen, verkackten Sumpf. Was kommt jetzt wieder? Warte kurz. Alter, Geralt, pack nicht immer dein Schwert weg. Ah, ist das nervig, Leute. Wenn der Typ einfach da steht, Alter, laufen ein paar Bisschen auch wieder auf. Ja, ich tue jetzt mal mein Schwert wegmachen. Will jetzt schlafen. Egal. So, weiter geht's. Wir kriegen das schon hin. Nur gegen keine Pflanzenkämpfe. Und der Alte... Oh, wo ist der hin? Ganz ehrlich, der ist auch nicht der hellste. So. Wenn wir auf dem Weg wahrscheinlich laufen, spawnen wieder Pflanzen. Keine Pflanze. Keine Pflanze und ein Ort der Macht. Der wird uns zwar nichts bringen, aber egal. Hier sind wir. Danke, Jüngchen. Ich bin nicht euer Junge. Ich mag euch. Besucht mich mal. Ich zeige euch meine Bücher und serviere euch Tee und Gulasch. Ein Hexer, ja? Ich bin hier schon mal einem begegnet, ein unhöflicher Zeitgenosse. Er verlangte vom Kreis der Elemente zu erfahren. Ein anderer Hexer? Was könnt ihr mir über ihn sagen? Nicht viel, Junge. Er wanderte umher, stellte Fragen und sah aus, als hätte er ein Magengeschwür. Das interessiert mich nicht wirklich. Verstehe, verstehe. Er hatte Angst vor etwas oder vor jemandem, verbrachte die meiste Zeit bei den Gruben, wo diese Idioten im Ton wühlen. Danke, Großväterchen. Das hilft mir weiter. Okay, Leute. Immer eine hilfreiche Sache hat er uns hier gegeben dafür, dass wir uns hier schon so durchkämpfen mussten. Ne? Und, Spenden? Opfern wir mal einen Huhn? Erhalten einen Ohrzefer, das ist aber nett. Erhalten einen Giftzefer. Ach, cool, Leute.
Ich dachte, der Ort der Macht war einfach nur, dass wir immer irgendwas bekommen. Was ist da, ein Blötzinger? Da will ich nicht hin. Wo ist jetzt das Großväterchen? Ich höre, stirbt es einfach. So, warte. Er stirbt. So, ganz kurz, helfen sein. Ich möchte noch mal kurz mit ihm reden. Jetzt möchte ich in Ruhe beten. Okay, dann bet. Ich dachte, von dem können wir jetzt ein paar Bücher holen. Alter, Pflanze, weg. Lauf. Alter, Geralt, lauf! Alter, es ist so ein Bullshit-Spiel teilweise. Er steht da einfach, schaut, ich bin vergiftet. Mach ich nicht. Alter, das Gift tut ja so krass viel Leben abziehen. Das ist ja grausig. Okay, also teilweise ist das Spiel schon ein ganz klein bisschen unfair. Kommt jetzt vielleicht nur mir so vor, aber ich bin ja auch ein bisschen merkwürdig. Ich weiß schon, ihr findet es normal, dass einfach so eine Pflanze kommt, ein Stachel macht, bum, halb tot. So. Jetzt muss ich da rüber. Wenn ich in den Sumpf gehe, sterbe ich, oder? Ach cool, das kann man ja durchwarten einfach. Ha! Hätte ich das schon früher mal gewusst. So. Okay, Leute. Der Part ist irgendwie ein wenig langweilig. Wir haben es jetzt immerhin geschafft, das Goldfettchen da irgendwie hinzubekommen. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber ansonsten würde ich sagen... Oder wartet. Erstmal schauen wir uns die Quest an. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich hatte eigentlich hier eine andere Quest noch, wegen der ich hier hingefahren bin. Ich muss in den Sumpf fahren. Ach. Okay. Ach, stimmt ja. Hier müssen wir die Ungeheuer besiegen. Ach, Leute. Deswegen sind wir hingefahren. Habe ich ja total vergessen. Das Problem, was ich gerade noch habe... Ist hier zufälligerweise ein Lagerfeuer, weil ich muss jetzt mal wieder in die Nacht vorspielen hier. So, na, da kann man aber nicht meditieren. Da. Ansonsten seht ihr alles zerstört. Das ist okay. Dann hoffen wir, dass wir da am Steg irgendwo ein Lagerfeuer finden. Das ist blöde. Also in der Umgebung von Visima war mir das schon um einiges sympathischer, weil da haben wir wirklich mehr, um einiges mehr Vorstellungen gefunden. Hier gibt es voll wenige. Ja, über das interessiert mich doch nicht. Also ein Ziegelbrenner. Ach, hier ist ja noch eine kleine Siedlung. Das ist ja cool. Ich dachte, hier wird niemand leben. Ein Dorf von Ziegelbrennern aus. Ach, cool. Okay, schön. Da ist ein armes Mädchen. Hallo, armes Mädchen. Da ist eine Tür. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal. Oder reden wir mit dir? Wie sie immer wächst und braucht Ziegelsteine. Ziegelsteine. Jo, wer braucht denn nicht Ziegelsteine? So, ich hoffe, hier können wir irgendwo meditieren. Ah, oh, Leute, wir müssen doch hier irgendwo meditieren können, Mann. Können wir nicht einfach ungebeten fragen? Ilines Prophezeiungen, das werden wir uns irgendwann mal durchlesen. Und solange kaufen wir uns Alkohol, dass die Schwade kracht. Und dann gehen wir erstmal hier wieder raus. Ich brauche irgendwo einen Platz zum Meditieren. Meditieren. Hier ist irgendwas. Haus des... Tür zu Vaskas. Vaskas war noch gleich? Keine Ahnung. Und das ist leer. Was mir also komplett nichts bringt. Anstatt dass wir uns einfach hinlegen können. Tatsächlich, wir können uns einfach hinlegen und dann sollen wir uns am schlimmsten rausschmeißen. So, wurscht, da ist ein Hündchen, braves Hündchen, gutes Hündchen. Immerhin sind die Hunde hier cool und greifen uns nicht so an, so wie in der Umgebung davon, wie sie mal. Hier muss doch irgendwo eine ganz kleine Feuerstelle sein. Feuerstelle sein. Wir könnten natürlich nochmal zurückfahren nach Wiesima. Dort. Ach, da ist ja eine Feuerstelle. Oh, das ist super. Gut, ich dachte, ich muss jetzt echt nach Wiesima nochmal hinfahren. Nach Wiesima und dort meditieren und dann wieder hier herfahren. Wäre richtig unnötig gewesen. So. Bis Mitternacht meditieren wir und dann sind wir wahrscheinlich hier so badass Monster, die uns alle mit einem Schlag töten. Wer glaubt das? Ich. Bin mir ganz sicher. Ein neuer Kunde kommt an Bord. Ach so. Ich bin noch nicht mal aufgestanden und werde schon geschlagen. So. Immerhin sind die Viecher schwach. So, komm. Zack. Wollen noch ein paar. Wer möchte übersetzen? Ich frage mich, was passiert, wenn der hier uns wegstirbt. Wenn der Fährmann uns wegstirbt, theoretisch kann man da nicht mehr zurück nach Wiesima. Das wäre irgendwie schlecht. Ja, komm. Kleiner Putzugaljung, dann komm her. Zack. Sind da noch ein paar? Komm, solange rolle ich mich hier rum. Hallo. Ich will Bestien töten. Sind aber gar keine Bestien. Ist ja langweilig. Bestien. Oh. Okay, ich glaube, da hören wir ein paar Bestien. Hey, sollen wir jetzt hier echt nur die ganze Zeit hier die Sumpfmonster töten? Alter, Geralt. Das stört mich auch so im Spiel. Schaut, wenn man eine Waffe rausholt aus dem Inventar. Oh, das war schon. Das war leicht. Wenn man eine Waffe
wechseln will. Also man hat eine Waffe ausgerüstet, dann kann man nicht sofort zu einer anderen Waffe wechseln. Man muss erst die Waffe wegstecken und eine neue mitnehmen. So sinnlos. Egal. Ich muss 6 Häser Hundeteig. Ich muss mit den Gefangenen sprechen. Im Krankenhaus. Ja, da kommen wir auch nicht hin. Ich muss Profispieler Poker werden. Stärkere Gegner suchen. Ich muss Shani finden. Egal. Wir fahren jetzt erstmal hier nach Hause. Ich meditiere nochmal an unserem schönen Feuer, damit es wieder Tag ist. Ich mag es nämlich in der Nacht nicht so, da ist es nicht so schön. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Und dann sind wir, oder fahren wir zumindest nach Visima rüber. Und dort werden wir dann die Quest abgeben. So Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Irgendwann werden wir nochmal in den Sumpf gehen, aber nicht jetzt. Bis dann, ciao.